Okay, das hier ist ein eher ungewöhnliches Video, aber ich muss darüber reden. Für meinen eigenen Seelenfrieden. Aber jetzt erstmal ganz ruhig. Ihr denkt euch jetzt vermutlich, Bruder, was will der denn jetzt bitte mit dem Mandela-Effekt? Das Ding ist doch gefühlt noch aus der industriellen Revolution, als ob da irgendwer noch drüber redet. Und ja, eigentlich bin ich zu 100% eurer Meinung. Damals, vor etlichen Jahren, fand ich das auch noch echt interessant und irgendwie cool, als ich in einem MyBlali-Video, Ruhe in Frieden by the way, möge es ihm da oben gut gehen, zum ersten Mal davon gehört habe. Das Video kam 2017 raus. Das ist bald 7 Jahre her. Aber seit einem Jahr ungefähr schlägt mir YouTube immer mal wieder neue Mandela-Effekt-Videos vor. Die bekommen relativ viel Aufmerksamkeit sogar und beinhalten völlig neue Mandela-Effekt-Beispiele. Und ich check nicht ganz wieso, denn Achtung, kontroverses Statement, ich finde den Mandela-Effekt absolut bescheuert. Also komplett. Wie schon gesagt, das Thema ist längst nicht mehr so relevant wie früher, aber scheint dennoch immer mal wieder aufzuploppen. Jedes Mal hoffe ich, dass meine Herzgefäße ebenso aufploppen. Aber was versteht man denn jetzt bitte unter dem Mandela-Effekt? Im Prinzip sind es einfach nur kollektive Falscherinnerungen. Also eine große Gruppe an Leuten hat von einer bestimmten Sache eine falsche Erinnerung. Sei es jetzt optisch, als auch namentlich oder auch einfach in den Details generell. Ein beliebtes Beispiel dafür war immer Pikachu. Sein massiver Schwanz hat doch am Ende einen schwarzen Fleck, oder? Nö, den hatte er noch nie. Leute, die das denken, verwechseln das nämlich mit dem Fleck in der Nähe von seinem massiven Arsch. Sie wussten genau, dass er irgendwo diesen Fleck hat, waren sich aber nicht mehr wirklich sicher, wo der jetzt war. Und genau das ist mein Riesenproblem mit dem Mandela-Effekt. Denn so gut wie alle Effekte lassen sich genauso erklären. Looney Tunes zum Beispiel wird nicht Looney Tunes geschrieben, sondern Tunes. Warum denkt man das? Weil Tunes als Cartoon viel mehr Sinn macht als das Wort Tunes. Sofern man Looney Tunes also nicht genug kennt, geht man logischerweise davon aus, dass es mit Tunes wie von Cartoon geschrieben wird. Selbe Sache bei Fruit Loops. Man schreibt es nicht Fruit Loops, sondern Fruit Loops. Warum wissen das viele nicht? Weil man Fruit, das englische Wort für Frucht, so nicht schreibt und logischerweise eher von der richtigen Schreibweise ausgeht. Mickey Mouse, er trägt keine Hosenträger, aber man denkt, er würde sie tragen, weil... Okay, I'm sorry, aber denkt irgendjemand tatsächlich, dass Mickey Hosenträger anhat? Ich weiß, das wird sehr oft als Beispiel benutzt und anscheinend gibt es auch irgendwelche Bootleg, inoffiziellen Kostüme und auch Spielsachen, die genau das haben. Aber niemand denkt das doch, oder? Ich könnte jetzt theoretisch ewig so weitermachen, aber das ist im Prinzip der Kern, der mich an dem Mandela-Effekt-Diskurs so unfassbar abfuckt. All diese Beispiele, die genannt werden, sind meistens eine Sache, welche automatisch dann falsch ist, sobald man sich nur vage an etwas erinnern kann und anschließend versucht, durch logische Schlussfolgerungen das Bild zu vervollständigen. Und da ich mir sicher bin, dass absolut niemand diesen Satz gerade von mir verstanden hat, hier ein Beispiel. Stellt euch einen alten, superreichen, weißen Mann vor. Was habt ihr da im Kopf? Wahrscheinlich ein Anzug, so ein Geldsack in der Hand, ein Zylinder vermutlich, ein auffälliger grauer Schnauzer und ein Monokel, oder? Das sind so diese typischen Eigenschaften, die man so einem Charakter geben würde. Natürlich ist man dann verwundert, wenn man realisiert, dass der Monopoly-Mann, was ja quasi das Embodiment von genau so einem Charakter ist, kein Monokel besitzt und sich somit von dem typischen Abbild bzw. der logischen Schlussfolgerung unterscheidet. Das Internet allerdings hat eine andere Theorie, warum so viele Menschen eine falsche Erinnerung von etwas haben können, wie zum Beispiel im Mandela-Effekt-Subreddit, wo jemand Folgendes schreibt. Mandela-Effekte sind genau das, wovor wir immer gewarnt wurden, was passieren würde, wenn wir zu sehr die Vergangenheit ändern, während wir Zeit reisen. Ich fange an zu glauben, dass für all diese Fälle Zeitreisende verantwortlich sind. Wisst ihr, was das Beste an dem Ganzen ist? Das ist der Post mit den zweitmeisten Upvotes des gesamten Mandela-Effekt-Subreddits. Ich sollte aufhören, diesen Sub zu besuchen, wenn ich high bin. Oh
nein. Ja, also anscheinend wird super oft davon gesprochen, dass der Mandela-Effekt der Beweis für Paralleluniversen sind und Mandela-Effekte quasi einfach nur Erinnerungen an Parallelwelten sind. Was? Können wir uns darauf einigen, dass es im Multiversum eine unendliche Anzahl von Universen gibt, in denen alles, was passieren kann, auch passiert? Ich habe eine Fernsehsendung über Zeit, dass das Multiversum auch herausgefunden hat. Wenn wir in der Zeit zurückgehen können, sofort denkt daran, dass wir von 0,01% zu 0,99%. Verstehe ich das also richtig, dass der fehlende Schwanz von Coco der Beweis für die Existenz von Paralleluniversen ist? Ich check halt wirklich nicht, warum das so ein Phänomen geworden ist. Ich könnte mir jetzt irgendwelche Mandela-Effekte aus dem Arsch ziehen, so. Wusstet ihr, dass es nie Kinderpinguin hieß, sondern immer Kinderpingui? Wusstet ihr, dass das Waititi-Logo immer nur einen Strich und nicht zwei hatte? Und wusstet ihr, dass ich das ganze Video über eine Armbanduhr anhatte? Von Holzkern, dem Sponsor dieses Videos. Okay, bevor ich jetzt zu irgendwelchen Details komme, ich muss euch die Verpackung zeigen, okay? Gebt euch das. Ich habe die Dinger nur aufgemacht und war schon überzeugt. Das fühlt sich so unique und so hochwertig an. Es ist super. Und genau dasselbe kann man auch zu den Produkten selbst sagen. Holzkern setzt hier nämlich auf FSC-zertifiziertes Holz, also Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft oder Restholz aus der Möbelindustrie und unterstützt damit gleichzeitig Wiederaufforstungsprojekte. Make no mistake, die Produkte von Holzkern sind qualitativ absolut hochwertig und fühlen sich vor allem mega robust an. Also wirklich nice. Auch diese Uhr hier ist super crazy. Ich finde es halt echt cool, wie das Ganze als Familienunternehmen in Österreich gestartet ist und mittlerweile mehr als 10 physische Stores in Österreich und Deutschland existieren, aber vor allem mehr als 1 Million Menschen mittlerweile zufriedene Holzkernkunden geworden sind. Und ich check's voll, die bieten sich halt legit mega gut als Geschenk für jemanden an. An Valentinstag zum Beispiel, was jetzt bald ist. Ich meine, ich habe vorher schon über die Verpackungen geredet, aber die sind halt legit perfekt. Das Beste kommt dir jetzt noch. Wenn ihr auf der Suche nach einem Valentinstagsgeschenk für jemanden seid, dann öffnet jetzt den Link in der Videobeschreibung, denn mit dem Code SPECKS15 könnt ihr nochmal 15% sparen. Ihr könnt den Code natürlich auch für euch selbst nutzen. Vielen lieben Dank nochmal an Holzkern für das Sponsern dieses Videos. Weiter geht's mit dem Mandela-Effekt. Warum heißt es überhaupt so? Nun ja. Nelson Mandela war ein super wichtiger und einflussreicher Politiker Südafrikas. Warum genau, dazu komme ich noch. In Südafrika jedenfalls herrschte sehr, sehr lange Apartheid. Darunter versteht man ganz, ganz grob gesagt die staatlich festgelegte und organisierte Rassentrennung in Südafrika zwischen schwarzen und weißen Menschen. Natürlich leider zum extremen Nachteil von schwarzen Menschen, also absolut rassistische Scheiße. Dementsprechend kommt Nelson Mandela ins Spiel. Ein Politiker, der offen genau gegen diese Gesetze eben war und Proteste organisiert als auch durchgeführt hat. Bis er und viele weitere Aktivisten genau deswegen dann ins Gefängnis geworfen wurden. Hier kommt jetzt der Mandela-Effekt ins Spiel. Nelson Mandela war von 1963 bis 1990, also ganze 27 Jahre im Gefängnis. Danach starb er aber im Jahre 2013. Allerdings hat das einige Leute wohl ziemlich verwundert, da sie dachten, dass Nelson Mandela bereits in den 1980ern, also als er noch im Gefängnis war, gestorben ist. Und das macht in keiner Welt auch nur ansatzweise Sinn. Nelson Mandela wurde nämlich 1990 aus dem Gefängnis entlassen und hat danach nicht einfach ein super ruhiges, nicht wirklich interessantes Undercover-Leben geführt, von dem niemand mehr so wirklich mitbekommen hat. Im Gegenteil, 1994 ist er der erste schwarze Präsident Südafrikas jemals geworden, hat während seiner Amtszeit super viele Apartheidsgesetze widerrufen, quasi eine komplette Landreform in Bewegung gesetzt und sogar den Friedensnobelpreis bekommen. In welcher Welt also sollte man von all diesen Dingen rein gar nichts mitbekommen haben, aber von seinem Tod 20 Jahre nachdem er ins Gefängnis musste, plötzlich schon. In einer Parallelwelt vielleicht?
Es könnte ja sein, und das ist meine persönliche Theorie, dass einige Menschen seinen Tod mit der Tatsache verwechselt haben, dass Nelson Mandela 1988, also als er noch im Gefängnis war, an Lungentuberkulose erkrankt ist, obwohl er erst im Jahre 2013 gestorben ist, infolge einer Lungenkrankheit. Bedeutet, ihr bekommt in den 80ern davon mit, dass Nelson Mandela Lungentuberkulose hat. Danach vergesst ihr für eine lange Zeit über dieses Thema, aber 2013 hört ihr dann plötzlich davon, dass er an einer Lungenkrankheit gestorben ist. Und ihr fragt euch dann, warte mal, war das nicht schon mal so? Wie gesagt, es ist nur meine persönliche Theorie. Es könnte sein, dass das auch kompletter Bullshit ist. Aber es klingt zumindest für mich plausibler als Parallelwelten, Zeitreisende und ein Double. Weil der echte Nelson Mandela im Gefängnis gestorben ist und das danach ein Double war. Es gibt Menschen, die denken das tatsächlich, ja. Aber was sind denn jetzt ein paar dieser neuen Mandela-Effekte? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal ein paar davon an. Ich gehe jetzt mal hauptsächlich auf die Mandela-Effekte in den Videos von Book of Wallace ein, weil das diese Videos sind, die ich am Anfang vom Video erwähnt hatte. Doch gar nichts gegen Book of Wallace sein. Ich kenne seinen Kanal nicht, ich kenne ihn nicht. Nur diese Mandela-Effekte. Nee, Mann, die sind's nicht. Jeder von euch kennt die Rainbow Rides aus Mario Kart. Sie sind berüchtigt dafür, zu den mit Abstand schwierigsten Strecken der gesamten Reihe zu gehören. Wieso? Weil es unfassbar einfach ist, von ihnen runterzufallen. Aber war das schon immer so? Tatsächlich hat die Rainbow Ride aus Mario Kart 64 einen Zaun, der sich um die komplette Strecke zieht, was es wesentlich schwieriger macht, hierbei runterzufallen. Viele Leute haben allerdings einen Mandela-Effekt genau hier, weil sie schwören könnten, dass diese Map entweder gar keinen Zaun hat oder nur an manchen wenigen Stellen diesen Zaun besitzen. Und warum denken sie das? Naja, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Jede andere Rainbow Ride in dem kompletten Mario Kart Franchise hat keinen Zaun und die sind berüchtigt dafür, dass sie schwer sind, weil man andauernd von ihnen runterfällt. Dadurch ist es logisch, dass wenn man die Rainbow Ride aus Mario Kart 64 nicht mehr wirklich allzu gut im Kopf hat, davon ausgeht, dass sie ebenfalls keinen Zaun beinhaltet. Dazu kommt noch, dass das Mario Kart 8 Deluxe Remake dieser Strecke diesen Zaun an einigen Stellen sogar entfernt. Also daher kann es ebenfalls kommen, dass Leute denken würden, dass diese Strecke keinen Zaun besitzt oder halt nur an manchen wenigen Stellen diesen Zaun hat. Ziemlich logisch eigentlich, würde ich sagen. Okay, ich bin ehrlich. Dieser Mandela-Effekt macht mich ernsthaft sauer. Wenn ihr SpongeBob gesehen habt, kennt ihr doch bestimmt noch die Folge, das Ausbildungsvideo. Das war die Folge, wo eine Erzählerstimme quasi über die Arbeit in der Krossen Krabbe berichtet hat. Ja, genau, das war die mit Hupla. Hupla! Genau die. Wo ist hier jetzt also der Mandela-Effekt? Nun ja, ganz am Ende der Folge. Die Folge endet nämlich so. Sind Sie bereit? Ja! Sind Sie sicher? Ja! Okay, die Geheimformel lautet... Jetzt gibt es aber Leute, die fest davon überzeugt sind, dass die Folge damit geendet hat, dass die Geheimformel tatsächlich aufgezählt wurde, dass das Geheimnis geleakt wurde. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Der ganze Witz dieser kompletten Folge, wirklich, das wird am Anfang etabliert. Ist es SpongeBob gut genug für das Braten eines Krabbenburgers vorzubereiten? Er war noch nicht würdig, die Geheimformel zu erfahren, bis ans Ende dieses Trainingsvideos. Diese komplette Folge ist also ein Aufbau für diesen einen Joke, wo am Höhepunkt der Wichtigkeit die Folge abgekattet wird. Was für Parallelwelt! Okay, das verwirrt mich einfach. Kennt ihr die Wii Mini? Das war im Prinzip einfach nur eine abgespeckte Version der Nintendo Wii. Die hatte kein Internet und auch keinen Support für GameCube-Games. Wo liegt jetzt also genau der Mandela-Effekt mit dieser Konsole? In ihrer Existenz. Die Wii Mini hat nie wirklich existiert und existiert jetzt nur, weil sie aus einer Parallelwelt zu uns rübergeschwappt ist. Merkt ihr langsam, warum mich der Mandela-Effekt nervt?
Kennt ihr eventuell diesen einen Gummibär-Song, der seit Jahrhunderten existiert? Wie war denn sein englischer Name? I am a Gummy Bear? Nein, I am your Gummy Bear. Die deutsche Version übrigens heißt ebenfalls, ich bin dein Gummibär. Und er singt das auch ganz klar im Lied, allerdings sagt er das D so dermaßen weich, dass man auch easily ich bin ein Gummibär verstehen kann. Bei der englischen Version allerdings, also da, wo alle mal sagen, dass hier ein Mandela-Effekt vorliegt, ist es so, dass Leute mal behaupten, er würde I am a Gummy Bear gesagt haben und nicht I am your Gummy Bear. Und wenn man sich das Lied jetzt anhört, dann sagt er nach wie vor I am Gummy Bear. Das ist kein Mandela-Effekt. Der Titel vom Lied ist einfach falsch. Warum auch immer. Das erste Level aus Super Mario Bros. 1 hat keine Piranha-Pflanze. Das ist der Mandela-Effekt. Seid ihr schock? Hat's euch aus den Socken gehauen? Glaubt jetzt an Paralleluniversen? In der Geheimschachtelfolge besitzt Patrick eine Schachtel mit einem Geheimnis, das er niemandem verraten möchte. Nicht mal seinem besten Freund SpongeBob. Wie sich am Ende der Folge allerdings herausstellt, hat das einen Grund. Indem dieses peinliche Foto von SpongeBob bei der letzten Weihnachtsfeier versteckt ist. Und hier kommt der Mandela-Effekt ins Spiel. Leute können schwören, dass am Ende dieser Folge dieses Bild tatsächlich gezeigt wurde. Die Leute bestehen darauf, dass sie dieses Bild von SpongeBob in einem weihnachtlichen Kontext, wo er schlecht dasteht, gesehen haben. Und das haben sie auch. Aber in einer anderen Folge. Alle Leute denken an das Bild, was Thaddäus im Weihnachtsspecial von SpongeBob gemacht hat. Das Bild, wo er vor dem Weihnachtsbaum ist und heult. Und die Leute verwechseln das einfach wegen dem Stichpunkt Weihnachten. Fassen wir also zusammen. Wir haben eine Theorie, die auf etwas basiert, was von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Und Beispiele, die entweder super leicht zu erklären sind oder einfach gar nicht erst stimmen. Wie wär's, wenn wir einen Science-Fiction-Horrorfilm draus machen? We're living in parallel universes. Can you picture the Monopoly man? Yeah. What's on his face? Monocle. Apparently, it's never been the case. In was für einer Timeline leben wir? Dieser Film ist wirklich pures Comedy-Gold. Nee, Comedy-Platin, ich schwöre es. Und der Film will das nicht mal sein. In dem Film geht's quasi, Spoilerwarnung für The Mandela Effect. Es geht um einen Typen namens Brandon, der Videospiel-Developer ist und mit seiner Frau Claire eine Tochter hat, die leider ertrunken ist. Zumindest in dieser Welt. Brandon fängt also an, diese typischen Mandela-Effekte zu erleben, als er die Sachen seiner Tochter durchwühlt. Die Berenstain Bears schreibt man nicht mit EI, sondern mit AI, Monopoly Man hat kein Monokel und so weiter. Er stürzt sich also ins Internet, erfährt vom Mandela-Effekt, glaubt fest an die Theorie der Parallelwelten und kontaktiert einen Arzt, der dieselbe Theorie glaubt und ihm erzählt, dass das Universum eine Computersimulation ist und der Mandela-Effekt entsteht, weil Teile dieses Universums neu geschrieben werden mussten, um zu verhindern, dass die Leute in einer Simulation leben. Brandon ist Videospiel-Developer. Er kann coden. Was denkt ihr also, wird Brandon jetzt machen? Er schnappt sich einen super krassen Computer mit einem super krassen Programm, das warum auch immer auf die komplette Weltsimulation zugreifen kann und da er fest daran glaubt, dass seine Tochter immer noch existiert, nur halt eben in einer anderen Dimension, codet er die Welt so um, dass seine Tochter wieder lebt, aber macht dabei so viel falsch, dass die Welt zu glitschen anfängt, also komplett den Bach runtergeht und die Simulation dieser echten Welt Realtalk einfach abstürzt. Ich weiß nicht, wurde diese Welt etwa in JavaScript geschrieben? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde die Prämisse ganz funny, auch wenn ich jetzt schon 1000 Plotholes sehe, obwohl ich den Film selber gar nicht gesehen habe. Aber Alter, ist das funny. Diese ganzen Mandela-Effekte, die man schon so seit einem Jahrzehnt ungefähr kennt, in einem ernst gemeinten, richtig düsteren Filmszenario zu sehen. Das ist, als würde jemand herkommen und einen
Creepypasta-Film machen, der so richtig ernste und richtig schlimme Themen behandelt, während gleichzeitig irgendwo Ben drowned und Jeff the Killer aufploppt und dann am Ende Thaddeus mit seinen hyperrealistischen Blutaugen kommt. Keine Ahnung, Mann. Hatte ich nicht eine Holzkennuhr?